Okay, ich schwimme mal eben in den Planetenkern. Bist du ein Objekt? Du bist ein Fisch. Was bist du denn? Sieht aus wie eine Schatzkammer hier. Ich weiß gerade nicht, wen ich beklaut habe. Lieber schnell weg hier. So kalt hier. Und damit herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Ich dachte, es wäre eine sehr gute Idee, wieder vor diesem Spiel duschen zu gehen. Naja, eigentlich nicht. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ist es wieder Zufall. Dann ist mir aber auch aufgefallen, wir geben uns in die Arktis und ja, mit nassen Haaren sollte man da vielleicht nicht unbedingt rein. Aber gut, es ist nun mal jetzt so, wie es ist. Und wir befinden uns hier, ja, im kalten Wetter mit ein paar pinguinartigen Geschöpfen, Alien-Pinguine. Dieses Spiel habe ich bisher, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich gehe hier komplett blind rein. Es ist im Moment auch noch auf Deutsch eingestellt. Diese Einstellungen heißen wir ja nicht gut. Ich spiele ja meine Spiele grundsätzlich immer auf Englisch. Das ändern wir mal eben. Französisch, Finnisch, natürlich. Gruß an alle Franzosen und Finnen da draußen. Kann eure Sprache nur leider nicht. So sieht das doch ganz gut aus. Und dann starten wir auch direkt rein in das Adventure auf Subnautica Below Zero. Wir nehmen natürlich Survival. So wie vorher auch. Und schauen mal, was so passiert. Ich bin gespannt. Is any button to continue? This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. Oh, wir haben eine eigene Voice. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Und hey, wir stürzen mal nicht ab. Auch, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier zu landen, während... Ja, genau. Flieg mit dem Metroiden. Das ist bestimmt intelligent. Approaching 45-46 speed. Surface temperature is... Ja! Womit hast du gerechnet? Was war das denn für eine Aktion? So viel zum Thema nicht crashlanden. Aber gut, bei der Intelligenz von unserem jetzigen Survivor wundert mich das auch nicht. Mich wundert eher, dass wir überlebt haben, aber okay. Sollte wahrscheinlich eher ein Selbstmordversuch werden. Ja. Plot Twist, wir sind einer der Survivor, die nicht überleben, so wie bei dem anderen Subnautica-Teil. Was war das denn für eine Aktion, Mädchen? Wenn ich hier stehen bleibe, werde ich von einem Metroiden getroffen? Naja, close enough. Der ist auch komplett ausgebrannt. Ein Nutrient Bar. Hier liegt ganz viel Zeug verteilt. Wir sammeln mal alles ein. Mach's doch nicht direkt an. Filtered Water. Ich sammle hier in aller Ruhe meine Sachen ein. Mich stört's überhaupt nicht, dass hier alles voller Metroidenhagel ist. Was haben wir hier denn so? Survival. Ja, wir müssen ja erstmal in Ruhe lesen. Ne? Ignoriert mal die Metroiden da. Da passiert schon nichts. Survival Checklist. Retreat to a safe environment. Ja, ich würde sagen, ist safe. Okay, abgehakt. Administer first aid if required. Naja, unsere Lebensleiste da unten sagt uns, geht's gut. Auch abgehakt. Retrieve emergency supplies if available. Ja, wir haben ja gerade hier schon Essen und so eingesammelt. Survey the environment for threats and resources. Und es wird ein bisschen kalt. Anscheinend ist es hier doch nicht so sicher. Was bist du denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, beobachtet zu werden. Oh, es ist warm. Oh. Okay. Wir sind wieder safe. Find or construct a reliable habitat. Ah, survey the environment for threats and resources. Ja, habe ich's. Meteorschauer ist vorbei. Du gibst mir Wärme. Oh, du verbrennst mich. Hier sind ganz viele von diesen Viechern. Das ist interessant. Ich frag mich, wie die funktionieren. Und warum die uns überhaupt Wärme spenden. Wie zur Hölle kommen wir da rüber? Ich habe jetzt auch gerade gesehen. Also, nachdem ich mich aufgewärmt habe, dass es eine neue, ja, Survival-Leiste gibt, nämlich Temperatur. Deswegen war uns gerade auch ein bisschen kalt. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, bei den Temperaturen ins Wasser zu gehen. Könnte ich mir denken,
dass die Temperatur hochgeht. Okay, anscheinend ist das Wasser warm. Das ist auch sehr interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Bisschen Limestone. Nicht so, wie wir ihn kennen, denn er ist irgendwie ein bisschen, ja, dunkler, grauer, entsättigter. Aber gut, wir sind hier auch auf einem anderen Planeten. Oh. Ja, wir sind ja am Anfang des Spiels. Ich kann ja noch gar nicht so lange unter Wasser bleiben. Da ist unser, ich weiß nicht, was das ist, Livepod, wenn er das denn ist. Er sieht interessant aus. Er ist eine Kugel. Aber er ist auch gesunken. Hm. Guten Tag. Ganzen Fackeln brauchen wir nicht. Die setze ich eh nie ein. Essen und Trinken nehmen wir erstmal mit. Komm. Kommt mir das nur so vor, da haben wir mehr Inventarplatz. Kann auch daran liegen, dass ich noch kein Equipment habe. Keine Ahnung. Ja, was brauchen wir so? Standardsachen, ne? Wollte ich nicht craften. Wollte es mir angucken. Na gut, jetzt haben wir halt eine Box. Ich wollte gucken, was wir so brauchen. Survival Knife, Scanner ist interessant, ja. Ich denke mal, dass die Rezepte alle gleich sind. Von daher... Okay, und wo? Da drüben? Geben wir uns mal darüber. Es ist aber ein bisschen tief gesunken, kann das sein? Oxygen. Oxygen. So, wir brauchen die Berries hier. Creepvine. Die sehen auch anders aus als letztes Mal. Ja, das erste, was wir uns jetzt erstmal machen, ist ein Messer. Weil damit können wir mehr Ressourcen farmen. Oxygen. Ja, ich gehe ja schon wieder in den Droppod. Journal Entry unlocked. But luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Du hast dir gerade den Finger abgeschnitten, so wie das aussah. Aber okay, nehmen wir einfach mal so hin. Ja, wir nehmen jetzt eigene PDA-Logs auf. Das ist auch sehr interessant. Was brauchen wir für ein Oxygen-Tank? Fiber-Mesh. Dafür müssen wir die Creepvines kaputt hauen. Ansonsten brauchen wir eine Battery. Und dafür brauchen wir Ribbon Plant. Wo kriegen wir die denn her? Packen wir erstmal die Creepvines hier rein. Das Ding brauchen wir auch nicht. Das kann auch erstmal hier rein. Dann aber mal so einen Backen hier essen und was trinken. So, Ribbon Plant. Ist das hier eine Ribbon Plant? Anscheinend nicht. Auch wenn es danach aussieht. Orts können wir mitnehmen. Wir brauchen ja auf jeden Fall zwei hiervon. Für ein bisschen Fiber Mesh. Violet Oxygen. Ja. Woher kriegen wir eine Ribbon Plant? Ist das hier eine Ribbon Plant? Nee, eine Anemone. Ja, machen wir erstmal Fiber Mesh. Dann können wir, glaube ich, einen Oxygen Tank machen. Der ist, glaube ich, erstmal ganz sinnvoll. Adding additional blueprints to your data bank. Air Pumps. Sehr schön. Die brauchen wir nicht. Gott, ich mag ihren Akzent überhaupt nicht. Können wir bitte wieder die alte Stimme haben? Ein Repair Tool können wir jetzt machen mit Crystalline Sulfur. Okay, ich schwimme mal eben in den Planeten Kern. Ich gehe mal davon aus, dass es das hier irgendwo früher gibt, aber in Anbetracht dessen, was für Probleme wir beim normalen Subnautica Playthrough hatten, bis wir das endlich hatten. Ja. What the fuck? Pinguin, was tust du? Du hast gerade einen Fisch gegessen. Was haben wir denn hier unten? Hier sind auch so Sachen, die wir scannen können, aber dafür brauchen wir erstmal einen Scanner. Was zur Hölle bist du? Bist du ein Fisch? Bist du ein Objekt? Du bist ein Fisch. Was bist du denn? Du bist ein Donut. Du hast ein Loch in der Mitte. Da kann ich durchschwimmen. Aua! Jetzt reicht's. New creature discovered. Replenish Oxygen. Titan Holefish. Er gibt mir Luft. Sehr interessant. Was ist das? Es leuchtet. Es ist ein Creature Egg. So viele neue Sachen. Ich bin so aufgeregt. Ich habe schon gar keine Lust, später in die Tiefe zu tauchen, wo dann riesen Gefahren auf mich lauern. Oh, ist hier Sulfur? Gold. Das sind richtig viele Ressourcen. Sieht aus wie eine Schatzkammer hier. Ich weiß gerade nicht, wen ich beklaut habe. Lieber schnell weg hier. Hm.
Was passiert, wenn ich die hier haue? Gar nichts. Woher kriegen wir dieses komische Ribbon-Plant-Zeug? Ich brauche unbedingt einen Scanner. Pinguin, kannst du mir helfen? Ich brauche Ribbon-Plants. Hier oben, sagst du? Es ist kalt hier oben. Und windig. Ja, damit habe ich gerechnet. Die fanden das nicht so geil, dass ich eins ihrer Babys geklaut habe. Wir haben Cave Systems. Und hier sieht es fast aus wie eine Strömung. Aber irgendwie auch nicht. Was fange ich denn jetzt mit dem Baby an? Young Penguin. Dann haben wir noch einen Symbiote und so einen Mushroom Piece. Hier sind auch Creep Vines, oder? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ribbon Plant so weit weg sein soll. Weil man den Scanner ja schon relativ früh braucht, theoretisch. Einfach mal überall mit dem Messer gegenhauen. In der Hoffnung. Oh, da unten. Das sieht nach der Pflanze aus. Ja, das dürfte die sein. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können jetzt eine Batterie machen. Und wir können diesen komischen Fisch braten. Einfach, weil er mich angegriffen hat. So, das hast du davon. Batterie. Und jetzt können wir einen Scanner machen. Zack. Alright, I have a scanner. Plus einen neuen Lock oder so. Das habe ich gehört. Scanning Material. Scanning at last. In goes a battery in titanium. Out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna. And I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Also wir sind irgendwie auf der Suche nach Sam. Können wir uns ja auch mal anhören. Das ist ja unsere Vorgeschichte hier alles. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as base mates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower. Impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Sehr viel hier, Geschichte. Notice of Death. Dear Miss Ayu, on behalf of Zeta Landon 4546B Robotics Section Leader and Indra Cormac, President of Altera Transgov, I regret to inform you of the death of Samantha Ayu. She died on planet 4546B, regrettably as the result of injuries sustained in an accident arising from her own negligence. Please allow me to communicate the most profound condolences for the loss of your sister. While further details are unavailable at this time, you will receive contact from the Department of Insurance and Recuperation concerning your responsibilities as next of kin, with regards of repayment of damages and legal fees. If you have any questions, you may file for and your query will be addressed in sequential order. Sincerely, Emmanuel Desjardins, 4546B Communication Liaison, Altera Transgov. Ja, 4546B war ja der Planet, auf dem wir im Original Subnautica gelandet sind. Wir hatten für unseren Survivor ja nie einen Namen. Also wir wissen nicht, wie wir hießen. Wir wissen auch nicht, ob wir männlich oder weiblich waren, weil wir ja selber nie gesprochen haben. Aber rein theoretisch der Story halber sind wir vom Planeten entkommen. Ich weiß also nicht, ob das derjenige ist. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt gerade auf dem gleichen Planeten sind, nur halt irgendwie am Nordpol davon oder wie man es nennen möchte. Oder Südpol oder an einer der Polarkappen halt.
Irgendwo, wo es frostig ist. Ja. Sam Message. Sehr viel Information. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Okay, also der Satz hat schon negiert, dass das der Survivor aus dem letzten Subnautica ist, weil sie ist ja anscheinend jobtechnisch nach 4546B gegangen. Wir sind ja wirklich gecrashlandet, das war ja gar nicht der Plan, wir sind ja nur an dem Planeten vorbeigeflogen an dem letzten. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir haben ja diesen Planeten, naja, was heißt entdeckt, aber entdeckt, dass da sehr viele Ressourcen sind und Alien-Technologien und so, dass Altera sich daraufhin gedacht hat, wir schicken da mal ein paar Leute hin, um zu gucken, was da überhaupt so abgeht. Und vielleicht war sie eins dieser Leute. Das heißt aber auch, wir sind sehr wahrscheinlich wieder auf 4546B, nur irgendwo anders. Planeten sind halt etwas größer. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Also wir sind anscheinend ein Charakter, der nicht so ganz fancy ist von diesen großen Corporations. Lieber was Eigenes machen. Aber gut, die anderen Sachen höre ich mir mal etwas später an, damit die erste Folge nicht nur so Kontext mit Folgen ist oder sonst was. Aber wir lesen mal hier noch den zweiten Survival-Artikel. Arctic Survival Almanac, the Surface. Adventurers exploring the surface in cold weather climates are advised to take additional precautions. High winds can result in rapid onset of hypothermia. Keep an eye out for natural shelter or restorative hot springs. If wearing a standard issue AEP suit, bodies of water may provide safety from extreme cold. Unexpected detours occur. You never know how long you'll be away from home base. Remember to pack lunch and a toasty hot beverage if possible. We can't say this enough. Layers. Investing in a quality cold suit is certain to pay dividends in warmth and safety. Remember, when in doubt, don't go out. Ich bin nicht enttäuscht. Einfach raus. Gut, wir haben hier immer noch einen Pinguin. Ich weiß nicht genau, was wir damit anfangen. Wir haben auch noch einen Fisch hier, den wir essen können. Brauchen wir aber langsam wieder was zu trinken. Ja, wir wollen ja irgendwie da zum Emergency Cage, Supply Cage kommen. Aber wir haben jetzt auch einen Scanner. Das heißt, wir können jetzt ein paar Sachen scannen. Und da unten sehe ich doch schon mal ein erstes Fragment. Wir können natürlich auch wieder anfangen, hier die ganzen Fische zu scannen. Brine Wing. Sea Monkey. Bist du gefährlich oder willst du nur spielen? Der will doch... What the fuck?
Was ist da gerade passiert? Ich würde ja sagen, er hat mich angegriffen, aber er hat sich selber auch eingefroren. Was machst du? Der hat mein PDA geklaut! Mein Scanner! Bist du bescheuert? Hier, nimm den. Hast du den gerade gefressen? Aua! Meine Güte! Ja, der Sea Monkey hat, glaube ich, gerade den Dings gefressen. Der hat uns eingefroren. Der friert ein. Oh Gott. Was soll der Scheiß? Double Trouble. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich will nichts von dir. Oxygen. Meine Güte, was für Viecher. Okay, ja, der Sea Monkey hat das Pinguin-Baby gefressen. Das war jetzt so nicht geplant. Ich dachte, das wäre ein bisschen zu groß für den, aber anscheinend nicht. Wir scannen einfach mal wieder alles. Man kennt es. Ja, den Seaglide-Blueprint haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ne, wir brauchen 3 Teile. Letztes Mal brauchten wir nur 2, so eine Frechheit. Der richtige Scam hier. Aber schauen wir mal, wo wir noch Seaglide-Teile finden. Irgendwo habe ich auf jeden Fall noch eins gesehen. Kann ich mich jetzt aber auch nicht mal so richtig dran erinnern, wo. Aber es wird hier bestimmt mehrere geben. Da zum Beispiel ist eins. Und irgendwo da hinten kommen auch sehr laute Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Wahrscheinlich eher schlecht in den meisten Fällen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Die werden ja hier wohl hoffentlich nicht hinkommen. Ein Seaglide-Fragment fehlt uns noch. Dann können wir richtig Speed geben. Sollen wir noch ein Baby klauen? Wenn sie ja erstmal scannen. So, jetzt ist gerade keiner hier. Nein, wir sind mal nicht so fies. Wir haben schon einen Baby-Pinguin verfüttert. Das ist schon schlechtes Gewissen genug.